Kevin Kill und was geht und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey Ultra Modded. Diesem wunderbaren Projekt, bei dem wir uns immer die skurrilsten, lustigsten, manchmal aber auch ziemlich hilfreichen Mods raussuchen, um das Spiel so spaßig wie möglich zu gestalten. Und heute haben wir tatsächlich einen Imposter unter uns. Ich weiß nur noch nicht, wer es sein wird, wir werden es sehen. Und wir haben das hier, das Cherry Blossom Forest Land, wie auch immer genau das heißt. Keine Ahnung. Das Game ist mittlerweile schon 2-3 Mal gecrashed, nachdem ich jedes Mal diesen Hasen eingesammelt habe. Beziehungsweise den Mond des Hasen. Deswegen skippen wir das Ganze einfach und laufen direkt weiter, weil dieser Mond tötet das Spiel. Ich weiß nicht warum. Alle Mods sind natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie die Creator. Checkt die auf jeden Fall gerne mal aus und lasst liebe Grüße von mir da. Ich würde sagen, wir steppen einfach mal nach hier oben. Ich glaube, hier war ein Mond. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber hier war auf jeden Fall einer. Let's go. Ey, der Imposter sieht so cursed aus. Wie heißen die? Crewmate heißen die, Crewmate. Aber der ist ja explizit der Imposter, weil der ist rot. Wir steppen mal hier hinten weiter. Ich mag das irgendwie, dass das dieses... LOL. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das Messer von dem Crewmate, also beziehungsweise vom Imposter, ist Cappy. Wie cool ist das denn? Hier oben kann ich mich auch noch an den wunderbaren Mond erinnern. Also ich muss schon ehrlich sagen, diese blau-pinke-lila Ästhetik von diesem Cherry Blossom... Modifikationsgedöns. Finde ich, sieht echt schön aus. Und dann erstmal hier ein Longjump. Warum ist das blau? Ich hinterfrag's nicht. Oh, wir haben Mario 64 Münzen. Wie strong sieht das denn bitte aus? Hä? Hier auch schon der nächste Mond. Easy, gar kein Problem. Und dann nur noch hier raussteppen jetzt und dann haben wir es auch schon. Schaffen wir das eigentlich auch ohne Pflanze? Ja, scheint auch gar nicht so schwer zu sein. Ey, das sieht so cool aus. Und jetzt haben wir das normale Among Us Logo. Let's go. Oh lol, hier ist wieder so blauer Stuff. Let's go, auch er ist down. Es sieht so dumm aus. Nein, ist es schon wieder gecrashed? Das hat irgendwie funktioniert. Auch wenn das cursed aussieht. Aber ey, es hat funktioniert. Es ist nicht gecrashed. Das ist ein Pluspunkt. So, holen wir uns direkt noch den Mond hier hinten. Da war nämlich um die Ecke auch einer. Wieder in der Nuss. Es gibt sehr viele Nüsse hier. Das ist ein bisschen sus. Wisst ihr, das ist lustig, weil Among Us. Es tut mir so unfassbar leid. Ich habe selber physische Schmerzen dabei. So. Habe ich schon erwähnt, dass es sehr viele Nüsse in dieser Welt gibt. Da versuchen wir doch direkt mal den Impossible Messer Jump. Boah, first try. Huiuiui, war der hard. Hier drin ist alles unverändert, was ich ein bisschen schade finde. Aber ist nicht so schlimm. So, da wären wir auch schon draußen, richtig? Richtig. Und kommen zum ultraschweren, krassen Spuart-Bossfight. Bowser Jr. möchte aber auch nicht gehen. Der ist selber schuld, wenn er immer hier ist, nicht? Naja, ist ja auch egal. Um den müssen wir uns gar nicht kümmern. Heute geht es um Spuart, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber der ist halt auch einfach gar kein Problem, nicht? Aber er ist auch kein Hindernis. Außer einem gefreesten Screen hat er jetzt nicht viel anrichten können. Dafür aber einen schmeckotastischen Triple Moon. Jetzt stelle ich mir natürlich noch die Frage, wie sieht es eigentlich im unteren Teil des Waldes aus? Wurde das auch verändert? Ja! Außer der Boden natürlich. Okay. Das sieht legit nice aus. Wo ist denn... Hier läuft doch ein Dino rum, nicht? Sieht der auch anders aus? Nee, der sieht pretty normal aus. Schnell weg hier. Der kann euch nämlich riechen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber der fängt dann an so zu schnüffeln und dann riecht er euch einfach. Ab wieder nach oben. Reden wir mal mit der Sphinx, die despawned ist. Das wusste ich natürlich. Ah, hier brauchen wir auch nochmal einen Samen. Ganz genau, den throwen wir hier rein. Genau, und dann geht's nach oben. Hier auch wieder Standardmond kann man mitnehmen. Oh, da sind Goombas. Die natürlich auch wieder eine sehr, sehr lange Animation brauchen, bis wir wirklich uns bewegen können. Und da wäre das auch schon erledigt. Es sind, by the way, natürlich auch Mario 64 Goombas. Passend zu den Coins. Das ist ja wichtig. Wie viel brauchen wir denn? So, denn für Goombett brauchen wir ein paar Goombas, damit sie uns ganz begeistert einen Mond ins Gesicht wirft. Und da gibt es natürlich wieder die satisfying Stampfattacke. Man kennt's. Und wir steppen weiter nach oben und schauen, was uns hier erwartet. Die Panzer sehen auch gleich aus. Da hätte man bestimmt auch was finden können. Ich bin richtig schlecht mit denen. Aua.
Da war ein Mond hinter. Und dann halt den Weg so frei machen. Nicht zu vergessen, den Weg auch noch hochzuklettern. Aber den Mond hier nicht vergessen. Ganz genau. So. Der nächste Checkpoint wird natürlich auch aktiviert. Und jetzt wird Among Us, beziehungsweise der Imposter, wird zu Sonic einfach mal kurz. Hui! Wir haben uns da gerade geledge-grabbt. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft. Hier natürlich das Rad des Todes rausnehmen, man kennt's. Und wir steppen rein zum nächsten Kampf. Let's go! Da ist er auch schon, der Blumensaugomat. Ich habe keine Ahnung, wie der in echt heißt. Nein, das weiß doch jeder, dass es Mechaflori heißt und nicht Blumensaugomat. Du musst darauf die offiziellen Fachbegriffe hören. Das ist mir aber auch egal, ich weiß, wie man ihn bekämpft. Genau so. Wir müssen erstmal so sein Schutzschild deaktivieren, indem wir hier so ein paar Blöcke kaputt machen. Da sind innen drin irgendwelche Blumendinger, keine Ahnung, ob man die essen kann. Und dann dreht er sich um und wir können ihn halt killen von unten. Ach ja, und Lasern ausweichen war auch ein Ding. Also wie gesagt, nichts wirklich Besonderes. Höchstens, dass die Laser ein bisschen größer werden. Okay. Er ist halt trotzdem kein krasses Hindernis. Und damit haben wir auch alle Monde passend beisammen. Und wir können auf ins nächste Land. Okay. Tatsächlich gab es gerade so viele Crashes, dass mein PC so häufig abgestürzt ist, dass ich jetzt einfach eine Stunde später wieder aufnehmen muss. Wunderschönen guten Tag. Das Ding ist, ich hatte zwei Mods aktiv. Ich hatte eine Sonic-Mod aktiv, dazu natürlich eine Geschwindigkeits-Mod, dass wir schneller laufen können. Und dass Bowser aussieht wie Knochen-Bowser. Das waren die Mods und davon mochte Mario Odyssey gar keine. Deswegen haben wir jetzt einen ganz normalen, unveränderten Fight. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch. Aber der Fight hätte sich sowieso nur optisch verändert, deswegen ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Bam, zweiter Treffer, gar kein Stress. Und hoffentlich... Nein, was? Ich bin noch gesprungen. Hoffentlich wird der dritte Treffer auch kein Problem, wollte ich sagen. Doch dann passierte das Unvorhergesehene. Ich habe mich treffen lassen wie der größte Idiot. Auch strong, muss man auch erstmal schaffen. Und wie es dann im verlorenen Land weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal, Guys. Abo dalassen, um nichts mehr zu verpassen. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.